Hohlburg Riesling, Pelzer Power Riesling von Marie Motzenbecker oder Wenger Krug. Also Hohlburg Riesling, das ist jetzt eine Lage, das ist jetzt also auch ein bisschen was Komplexeres. Und das ist jetzt halt tatsächlich so ein Wein zum Nachdenken, wo man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen muss, weil das halt doch ein bisschen komplexer ist. Das ist nicht nur so einfach Rinnenkopf, sondern da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und auf den Wein einlassen. Es hat auch ganz bisschen, hat da schon eine ganz elegante, aber passt perfekte Reife. Und dann halt auch so als Pfälzer Riesling, die sind so ein bisschen opulenter und kräftiger, das merkt man in der Nase auch schon. Das ist so ein bisschen halt reiferes Obst auf jeden Fall, so reifes gelbes Obst. Dann am Gaumen. Kommt halt auch wieder alles zusammen. Man hat zwar immer noch die gleiche Frucht, die trägt es so ein bisschen, dann aber schon ordentlich Säure, die aber da auch dazu passt. Und dann so einen schönen Schmelz, dass es halt so richtig geil, komplexes und vielschichtiges Ding macht. Das ist so ein Wein, da würde ich mich abends hinsetzen und mir ein bisschen Zeit dafür nehmen und den dann in Ruhe trinken. Schlucke ich auf jeden Fall. Als nächstes haben wir hier eine Riesling Spätlese trocken vom Weingut Motzenbecker. Hat einen ziemlich coolen Verschluss. Ich hoffe, ich kriege ihn auf. Ein Glasverschluss. Oh ja, also, die hat auch eine echt schöne Farbe. Also süß, bisschen vielleicht Honig. Aber trotzdem nicht zu süß. Also schmeckt mir wirklich ganz gut für eine Spätlese. Ich bin normalerweise nicht so der Spätlese-Fan, aber die ist sehr gut. Würde ich jetzt auch nicht die ganze Flasche trinken, zumindest nicht alleine, aber so ein Glas mal, vielleicht nach Feierabend, wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man den auf jeden Fall schlucken. Ja, also den finde ich jetzt okay. Finde ich jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Finde ich, schmeckt eigentlich wie 90% der Weine, die ich eigentlich immer trinke. Nee, kann dazu leider nicht mehr sagen, aber würde ich dennoch schlucken.